Unten direkt an der Straße, Rocky. Luke? Ja? Fuck. Okay, Rocky hat's gesehen. Was denn? An deiner Stelle würde ich halt in der Nähe bleiben. Nee, momentan friere ich aber nicht. Hier vorne geht das irgendwie. Wenn ich weiter da hinten reingehe, dann friere ich. Okay. Warte, hier ist voll das Hähnchen Paradise. Ach, Hähnchen. Häschen Paradise. Hähnchen. Zum Glück ist die Hitbox von den Dingern noch relativ akzeptabel. Ansonsten hätte ich, glaube ich, weniger Trefferchancen. Oh, hier ist direkt bei mir ein Hähnchen. Häschen. Hab ich das gerade nicht getroffen? Nee. Aber jetzt? Ja, jetzt ist es tot. Nach 10 Schüssen so, aber jetzt. Da musst du meinen Speer mitnehmen, dann brauche ich das. Jo, voll Zielschießen hier. Alter, triffst du einfach nicht. Ah, doch, hab ja. Ich. Oh Gott, hier oben ist ja Radio. Oh, Bestrahlung, da kann ich nicht hingehen. Rocky, kannst du das da mitnehmen? Was da. Denn? Da, das von dem Häschen. Ich kann da nicht hochgehen. Ich komm nicht aus dem Radio. Ach, warte, was? Weil ich bin sofort tot, wenn ich da reingehe. Da oben ist noch so eine Kiste. Luke, da hinten, links, rechts hinter dir. Hier ist bei mir gar keine Radioaktivität. Ach, ah, okay. Richtung Straße. Ja, ich seh's. Weiter links war auch noch ein Häschen. Oh, Alter. Arktik Pelt. Ja, da ist noch ein Häschen hier drüben. Warte mal, ich versuche das mal von hier aus zu treffen. Oh, mein Speer war gar nicht so schlecht. Edu natürlich wieder von weitem. Boah, mit seinem Nuch-Ding. Der ist echt schwierig einzuschätzen. Ne? Der Bogen ist schwierig einzuschätzen, der hat voll den Bullet Drop. Ja, dann guck dir mal den Speer an. Der hat einen größeren. Der hat einen größeren. Weil Luke immer den größeren naja, haben muss. Ist ja. Hä? Boah, okay. Oh. Ja. Wenn wir uns da jetzt Ohrenwärmer draus machen, aus dem Arktik-Pelt. Ohrenwärmer? Ja. Nicht für Ohren. Dich. Warum nicht? Weiß noch nicht. Überlege ich mir noch. Hast du gar nichts zu entscheiden. Aber Elu. Wir brauchen 40 Stück. Ja, siehst du? Nee, Elu ist der Mann mit der Waffe. Der hat das zu entscheiden. Ich habe aber auch. Kann ich hier was reinpacken oder was? Wenn ich zuerst auf Elu schieße. Ja, du siehst der Fahrzeugbefestigung und drunter Inventar. Sind so oben die. Ah, okay, ja. Und siehst du, was wir drinnen haben? Ja. Zwei Plätze brauchen wir. Jo. Wie, zwei Plätze brauchen wir? Ne, wahrscheinlich für das Feuer hier und die Kohle. Jo. So stimmt ja. Ganz genau. Ja, dann machen wir schon mal das, was ich jetzt hier so gefunden habe, nochmal da rein. Na, was? Gott, das klar. Wie viel von dem arktischen Scheiß brauchen wir? 40. 40, wie viel haben wir jetzt? Jeder 20. Wir haben jetzt 13. Boah. Hä? Gar nicht? Na doch. 15 haben wir. Okay. Weiter suchen, Leute. Alter, hier sind aber weniger Yetis, als ich vermutet hätte in der Arktis. Ja, sind's auch. Ist da noch ein Dschungel als Gebiet? Bisher glaube ich nicht. Häschen. Oh, jetzt wird's sogar nass. Na, ist scheiße. Ich glaube, nass und kalt ist gar nicht gut. Bei mir macht es nichts mehr aus, aber euch? Ja, mir wird dann halt sofort kalt, ich muss zum Lagerfeuer. Du musst instant. Alter, ist das kalt! Okay, ne, ah, doch, es ist doch kälter, als ich gedacht habe. Oh, oh. Das steigt aber ziemlich heftig schnell. Ja, klar. Im Gegensatz zu vorher. Luke, ich komme! Wo bist du? Weiter weg. Ich komm jetzt. Ah, da bist du fähig. Ja. Nimm mich in die Arme. Ah. Hallo. Hallo. So, jetzt kommt Moment, unsere alltägliche Begrüßung. Oh, oh. Okay, nee, wir lassen das. Oh, jetzt ist mir auch kalt. Verdammt. Tja, Elu. Hättest du mal ein bisschen besser aufgepasst. Gut, dass wir ein Feuer haben. Gehen diese Werkzeuge eigentlich auch irgendwann kaputt? Bestimmt.
Nö. Bisher nicht. Ja. Oh, leck. 80 Sekunden. Oh yeah. Hast du nicht auch so eine Winterjacke oder was? Doch. Aber die Kälte plus die Feuchtigkeit ist halt scheiße. Also ohne die Feuchtigkeit kann ich hier rumspazieren ohne Probleme. Okay. Ich habe nur noch 52 Pfeile, Leute. Das ist nicht so schön. Oh Mann. Beziehungsweise bei der Dateigröße, die meine Kamera gerade produziert. Du meiner ist schicker. Was ist mit Ficker? Ja gut, die hinten die Federn. Lux ist schön behaart. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Also eigentlich, wenn man so ein Ding senkrecht nach oben wirft, kommt das dann irgendwann wieder runter? Probierst du aus. Mach ich jetzt auch. Wo ist er hin? Hast du ihn aufgesammelt? Nee. Boah, okay, nee, wirklich nicht. Wieder. Alter, wirklich nicht. Oh. Hä? Wow! Alter. Siehst du da, es sind keine Federn unten dran. An deinem sind, glaube ich, Federn. Ja, aber jetzt habe ich nur noch einen Speer. Ich hab den wirklich nicht. Hä, aber wo ist denn der hin? Vielleicht hat Indien wieder. Nein, ich hab nichts. Ich hab nur der meinen. Ist in den Boden reingebackt, ja, Alter. Scheinbar schon. Vielleicht war er mit so viel Wucht nach unten gekommen. Ja. Der hat sich komplett durchgebaut bis zum Erdkern. Ja, oder und noch weiter. Och, Illu. So. Schön hier, wa? Sollen wir uns Geschichten vorlesen? Ist er schon wieder weg? Ja. Die gehen direkt kaputt, wenn du die so hochwirfst, anscheinend. Kein Speer mehr. Scheiße. Leute. Ja. Ja. Wir müssen was Spannendes machen, so schlafe ich gleich ein. Keine Dungeons oder so? Dungeons? Noch. Ja, ernsthaft? Noch nicht. Ah, okay. Und ja, dann lass doch dich auch mal dir auch mal einen Hit verpassen, weißt du, ob sie noch langweilig sind oder nicht. Ja, die sollen erstmal hierher kommen, weißt du? Dann wär's ja nicht mehr so langweilig. Aber es ist ja nicht mal einer da. Hm. Luke! Was? Zieh die Hose wieder an! Musst du mal auf Klo. Ich sag ja, Luke und ja. Deine Sprüche. Naja, irgendwann muss der sich auch mal erleichtern. Der kann ja nicht einfach in seine Hose machen. Weißt du, Illu hat da hinten Spaß und wir stehen hier am Feuer. Gut, dass ich mir wenigstens noch Schuhe bei eurer alten Base geklaut habe. Illu hat da hinten Spaß. Alter, nee, ich kann ja nicht weggehen. Da kriegst du direkt eiskalt. Eiskalt. Eiskalt, oder? Junk. 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 Luke, du hast doch noch dein TNT da, oder? Ja. Kann ich das rote hier vorne sprengen? Nein, nicht das rote, sondern das blaue da oben. Und dann müssen wir mal schnell machen, weil wird echt kalt. Blaue? Nein. Also ich baue das ab. Wo denn? Du baust das jetzt ab, okay, dann mach's. Wo ist denn das Blaue? Ich bin gerade unsicher, aber ich glaube, ich habe da eben schon mal was da abgebaut. Oben. Ey, diese blaue Fläche hier, oder was? Ja, das ist kein Rookie, man hat ja zwei Teile von dem Strahlenschutzanzug an. Okay, ich werf das jetzt, ne? Nein, das... Alter, ich krieg hier Strahlung und Kälte. Komm dir mal hoch. Kann da nicht mal hochgehen. Da ist zu viel Strahlung. Was ist denn da oben? Nein, jetzt kannst du hoch. Oh. Und hier hat's nämlich zwei solche fetten Dinger. Hier holst dann einen TNT hin und ja. Und geht in die Wasser. Mitte oder was? Nee, nein. An die Dinger. An die Dinger direkt. Und direkt ranwerfen. Ja. Okay. Ich komm gleich hier wieder runter gerannt, halt dich mal bereit. Der Illu hat einen Plan.
Und das ist meistens nicht so gut. Was genau der Plan ist, das seht ihr in der nächsten Folge von Hurt World. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.